Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen. Wir reagieren auf Katja und Elif. Highway heißt der Song. Aber, komm, wir ändern direkt die Farbe, weil wir auf Katja reagieren. Digga, blau kann doch nicht wahr sein. Wir gehen rüber. Ja, so, ne? Geht das klar? Ja, komm, das geht klar, ne? Okay, ja, Leute, wir reagieren heute. Katja, Elif sind am Start. Ist das zu hell? Dann mache ich es ein bisschen dunkler. Ich glaube, so sollte das klar gehen. Falls nicht, dann ist auch scheißegal. Let's go, Digga, wir gehen kurz in die Infobox. So, nice. Infobox. Eure Mami-Box. Beat ist von Aside. Nice. Mastering von Lex Barke am Start. Okay. Hier stand auch am Anfang, Video ist von Sequenze. Sequenze kennen wir ja auch. Let's go. Ich muss sagen, Katja, letzter Song war für mich, ich fand den richtig nice. Elif macht auch krass gute Vorschläge. Vorschläge, alles klar. Fortschritte. Gefällt mir immer und immer und immer mehr. Let's go. Ich sag jetzt schon mal, ich freue mich auf den Beat, weil wir hören eine Gitarre, Leute. Eine Gitarre ist noch was Seltenes. Piano Beats, Deutschrap hat die Piano Beats gefickt, wenn ich das so sagen kann. Aber Gitarrenbeats sind noch selten. Ich bin wieder viel zu schnell auf dem Highway. Und ich spüre den Wind, der nur so. Boah, das ist so gut. Das ist so gut gerade. Ich wollte so sagen, bitte, sie macht so eine Pause. Also macht ihre hohe Stimme, dann wieder eine tiefere und dann wieder eine hohe Stimme. Ich weiß nicht warum, aber ich mag das irgendwie, wenn bei weiblichen Stimmen, wenn die eine hohe Stimme zum Einsatz bringen, dann wieder die tiefe und dann wieder eine hohe. Ja, keine Ahnung, Digga, okay. Und ich sehe die Sonne spiegelt sich in der Schubbar. Scheiben schwarz, denn ich bin jetzt ein Star. Elif natürlich ganz klassisch hier schwarz unterwegs, ne? Immer, gefühlt immer schwarz unterwegs. Also zieht immer schwarze Klamotten hier an. Digga, warum nicht? Sie ist auf der dunklen Seite der Macht. Hahaha. Ich meine, dass ich über meine eigenen Witze lache. Ich bin jetzt ein Star. Ja, ich fahr. Ich bin wieder viel zu schnell auf dem Highway. Schon verrückt, was passiert. Boah, okay, sie kommt jetzt rein. Dann war das eine Hook von Katja? Oder beziehungsweise eine Pre-Hook? Werden wir auf jeden Fall gleich sehen. Elif macht auf jeden Fall jetzt Part-Einstieg rein. Digga, mal gucken, wie es sein wird. Bis jetzt kann ich noch nicht viel dazu sagen. Aber das hat sich bis jetzt gut angehört. So war das nicht vor paar Jahren. Auch wenn es manchmal zu viel ist. Nehm den Fuß nicht vom Gas. Mein Schuhfach ist voll mit hunderttausenden Bar. Das alles hat keinen Wert. Sorry, dass ich mitten in der Line Pause drücken muss. Hier muss ich ein bisschen öfter auf Pause drücken. Ich hoffe, ihr könnt es auf jeden Fall verstehen. Das Video, ich weiß schon, in was für eine Richtung gehen wird. So eine Video, okay. Aber ich will noch ein bisschen was zu Elif sagen. Egal, lass erst mal ein bisschen weiterhören. Leute. Übrigens, ich war sogar bei Katja hier auf Instagram, hat die so voll viele Reactor gepostet. Voll korrekt von ihr, Digga, dass die so Support auf jeden Fall zeigt. Das alles hat keinen Wert, seit sie sagt, Mama ist krank. Meine Träume wurden wahr mit der Zeit. Mein Ex-Freund schreibt mir, es tut ihm heute leid. Digga, sie hat so eine tiefe, sie hat eine tiefe Stimme. Und keine Ahnung, sie hat voll Wiedererkennungsmerkmale in ihrer Stimme, Digga. Dieses Tiefe und dann, wenn sie noch tief singt. Wow, Digga, ich sag euch ehrlich, ich feiere ihre Stimme. Ich feiere einfach ihre Stimme. Ist einfach keine 0815 Stimme, die sie hat. Ja, ich weiß, du wärst so gerne dabei. Ich glaube, ich bleib allein. Hauptsache, wenn ihr mal Elif euch anguckt, der Style und jetzt Katja. Einfach komplett gegensätzlich, ne? Aber man sagt ja so schön, Gegensätze ziehen sich an. Und deswegen haben die einen Song gemacht. Okay, das war Elis Part, Digga, war nice. Der Ex-Freund, der will auf jeden Fall jetzt wieder da sein, weil sie es geschafft hat. Aber verpiss dich, Digga. Ich bin wieder viel zu schnell auf dem Highway. Und ich spüre den Wind, der nur so fühlt es sich an, als ob ich frei bin. Junge, Katjas Stimme hört sich so schön an, Alter. Die Stimme hört sich so schön an, wenn sie hoch rappt, singt. Es hört sich so sauber an, kaum Bearbeitung, Digga.
Nice, einfach nur nice. Und ich seh die Sonne spiegelt sich in der Schuppa. Scheiben schwarz, denn ich bin jetzt ein Star. Ja, ich fahr. Boah, hier muss ich sagen, hat mir auf jeden Fall, hat es mir richtig gut gefallen, dass die beide gleichzeitig rappen, singen. Weil das ist was Seltenes, wenn zwei Künstler auf einem Song sind, dass die dann gleichzeitig was machen, weil das geht normalerweise schief, Alter. Aber hört sich gut an. Und ich muss sagen, Elif gefällt mir hier richtig gut, Digga, weil sie ja hier singt, ne? Mit ihrer Stimme. Die Stimme hat so was Tiefes, aber gleichzeitig auch was Hohes. Ich kann es nicht beschreiben. Ich bin wieder viel zu schnell auf dem Highway. Sie hassen mich und ich liebe es. Ohne Neid kein Erfolg. Jetzt wollen sie mich verbieten, doch die Wände sind voll. Sehr, sehr schöner Flow, Digga. Flow bleibt auf jeden Fall direkt im Kopf. Vor allem, Junge, diese Szene hier. Warte. So, auch, ne, das Gegensätzliche, was ich gerade angesprochen habe, ne, dunkel gehalten, so, und dann hier so hell, hell alles. Sehr schönes Video auch, also Props an Sequenze, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Brüder schauen von oben zu, ich schwör, ich mache euch stolz. Erzähl mir nicht. Oh, was? Meine Brüder schauen von oben zu? Nochmal. Wir gehen nochmal ein Stück zurück. Bieten, doch die Wände sind voll. Meine Brüder schauen von oben zu. Ich schwöre, ich mache euch stolz. Oh Junge, das war. Ich schwöre, ich habe jetzt gerade Gänsehaut bekommen, Alter. Das war uns sehr, sehr unerwartet. Aber sehr, 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 sehr schön. Junge, bei Familienlines bin ich immer ein Knockout, Digga. Ich habe auch gut Familie verloren, aber trotzdem. Ich fühle einfach Familienlines. Nichts von Realness, dieses Herz ist aus Gold. Alle meinten, dieser Hype geht vorbei. Mein erstes Album ging direkt auf die Eins. So viele. Nice, mein erstes Album ging direkt auf die Eins. Schön auch nochmal hier so, ne? Gezeigt, sie hat's geschafft. Sie ist oben, sie hat's geschafft, Digga. Krass, krass, aber wie, was sie, was für eine Entwicklung sie durchgemacht hat von, ja, YouTube-Videos, ne? Jetzt dahin, Digga. Verdient. Auf dem Steuerbescheid. Ich glaub wieder viel zu schnell. Digga, wie viel Szenenwechsel, Outfitwechsel, was die da alles durchmachen. Mega professionell, Digga. Mega professionell. Check. Und ich seh die Sonne spiegelt sich in der Schuppa. Scheiben schwarz, denn ich bin jetzt ein Star. Da, 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 da. Diese hohe Stimme von ihr, ne? Hammer, Hammer. Und zu Elifs Gesangsstimme brauche ich gar nichts sagen. Gar abgeliefert, abgeliefert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Aktiviert die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt. Checkt das Video ab, ist immer verlinkt. Erster Link in der Videobeschreibung. Haut rein und ciao.